Also jetzt ist das doch hier eigentlich eine abgeschlossene, man sieht das ja an diesen Sternen hier, das ist ja eigentlich eine abgeschlossene Höhle. Da sollte es doch eigentlich möglich sein, dass der Typ schlafen geht. Es hat noch kein anderer das Bett benutzt. Ich lasse ihn jetzt aber gerne auch mal eben zum Lager laufen, damit das erledigt ist. So, macht nichts. Dann geh doch bitte schlafen jetzt. Komm, Junge. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was ich da verkehrt mache. Ich kann es euch echt nicht sagen. Ich bin sowas von überfragt. Hier ins Bett legen, bitte. Leg dich ins Bett, Junge. So, Moment. Komm, geh schlafen. Mache ich das zu. Und geh jetzt schlafen. Es geht einfach nicht. Die gehen einfach nicht schlafen. Ich kann machen, was ich will. Meine Zwerge gehen nicht schlafen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, was ich da verkehrt mache. Ich kann es euch nicht sagen. Ja, keine Ahnung. Muss ich so hinnehmen? Geht halt einfach nicht. Aber so kann ich das natürlich auch nicht schaffen, wenn die nicht schlafen gehen. Ja, weil ich schaffe es ja nicht, denen die Energie aufzufüllen. Das ist. Ich verstehe einfach nicht, was ich da verkehrt mache. Ja, ich platziere jetzt Essen, das ist gut. Es ist mir ein Rätsel. Ist mir echt ein Rätsel. Wieso das nicht geht? Ich meine, ich hatte ja beim letzten Mal hier schon den Fuzzi hier oben, der war ja schon grün. Und er zeigt mir auch an, dass das Haus vollständig ist, also die Behausung. Ja, also daran kann es nicht liegen. Dass ich keine vollständige Behausung hätte oder sowas. Vielleicht liegt es daran, dass es Tag ist, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, es wird denen wahrscheinlich herzlich egal sein, ob ich Tag oder Nacht schlafe. Ja, unterhaltet euch doch nicht die ganze Zeit. Kommt, seht mal zu, dass ihr dem Typen da unten mithelft. Kann doch nicht so schwierig sein. Warum klettert der jetzt da hoch? So was Blödes irgendwie. Ja, dass der jetzt die Erde mitnimmt, anstatt die da gleich anzukleben. Komfort gut, 50%. Super. Tja, es ist mir schleierhaft, wie gesagt, dass die nicht schlafen gehen. Es ärgert mich. Es ärgert mich total. Ich werde mir nochmal sehen, irgendwie gleich nochmal irgendwie sehen, ob ich lesen, irgendwas finde, irgendwie zum Lesen darüber, was man da machen kann. Tötet 10 Skelette. Huhuhu. Was ich da machen kann, um den. Um die wirklich dazu zu bewegen, endlich mal pennen zu gehen. So, jetzt habe ich hier zwei Etagen, das reicht auch erstmal. Gehe jetzt hier runter. Dann könnt ihr mir das hier aushöhlen, da kann ich da jetzt nämlich ordentlich minen gehen. Hier unten scheinen irgendwelche Diamanten zu sein oder sowas. Mal gucken. Herum könnte ich hier auch mal irgendwie wegcraften.
die olle Wand da auch mal verschwindet. Bis hier hinten hin. Da ist noch ein Goblin. Das mache ich jetzt noch eben hier, bis die Wand weg ist. Und dann mache ich auch erstmal eine Aufnahmepause. Ist ja genug aufgenommen erstmal. Da ich jetzt sowieso den nicht schlafen legen kann. Vielleicht braucht man auch immer genügend Betten für alle, dass das funktioniert. Das könnte ich ja mal versuchen. Ich würde jetzt hier unten das mal eben nochmal abbauen. Das versuche ich nochmal. Ich würde jetzt hier unten mal den Schlafbereich einrichten. Erstmal. Können wir hier nämlich die Betten aufstellen. Kommt da eins hin. Man braucht da immer einen Platz zwischen. Okay, dann dahin. Dahin. Und dahin. Und dahin. Ich habe 5 Zwerge, ne? Jawohl. 5 Zwerge, 5 Betten, das sollte passen. Mache ich das erstmal weg. Bin echt gespannt, ob das funktioniert. Es ist jetzt ja auch noch Nacht dazu irgendwie, also die Voraussetzungen sind eigentlich sehr gut. Können diese nämlich alle da die Betten schnappen. Und danach haben die auch alle nichts mehr zu tun und würden rumstehen. Ich bin echt gespannt, ob das was bringt. Jetzt ist hier Wasser reingesifft, ey. So ein Murks. Oder ist das hier... Ne, hier unten ist ja eigentlich auch zu, oder? Ich meine, ich würde da uns auch nochmal eben hier auch nochmal... Nein. Hey. Da auch nochmal eben eine Erde reinsetzen. Die bringt der mit, das ist gut. Ja, es ist Nacht. Ich weiß. Machen wir die Klappe zu. Mal sehen, ob das hier unten, weil hier unten irgendein Viech ist oder so. Ich weiß es doch auch nicht, Leute. Ich weiß es auch nicht. Aber es wäre ja mal interessant. Mal gucken. So. Dann würde ich die jetzt mal auswählen. Geh schlafen, geh schlafen, geh schlafen, geh schlafen, geh schlafen. Was ist euer Problem? Okay. In Ordnung. Blätterbett entfernen, Blätterbett entfernen, Blätterbett entfernen. Hier auch und hier auch. Und dann stellt ihr mir die bitte da auf. Ja, ist klar, ihr kannst da nicht bauen, ist schon klar. Werkbank entfernen. Was soll das denn hier darstellen? Kommt, ich mache euch auch die Holztür auf. Da kann aber noch eins hin. Da noch eins hin und da noch eins hin. So, dann sind das auch genau 5 Stück. Kommt, stellt die Betten auf, was soll das? So, jetzt. Das gibt es nicht. Gut. Du gehst jetzt da runter.
Gehst in diese olle Butze rein. Dann der nächste. Nein, dich wollte ich nicht. Dich auch nicht. Dann nehmen wir den. Gehst du da rein? Ist jetzt auch der letzte Versuch. So, und jetzt hier runter. Da rein. Moment. Lass mich die Tür zumachen. So. Die gehen einfach nicht pennen. Ich meine, ich weiß nicht, was ich noch machen soll, Leute. Ich verstehe es nicht. Ich versuche jetzt alle durch hier. Irgendwie keiner von denen geht schlafen. Und ich meine, ich habe verschiedenste hier mit Lebensanzeigen, die schon nur noch ein Herz betragen oder so. Keine Ahnung. Okay, was soll's. Ich mache jetzt hier erstmal eine Aufnahmepause. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Geh mal hier schon mal raus. So. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ich finde es irgendwann nochmal raus, wann wie die schlafen gehen. Ob das vielleicht ist auch verbuggt oder so, was weiß ich, keine Ahnung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.